Liebe Musikliebhaberinnen und Opernfreunde, La Traviata von Giuseppe Verdi ist die erste Premiere unserer kommenden Spielzeit. La Traviata bedeutet so viel wie die vom Weg Abgekommene. Ja, als Dramaturg, der nicht ins Theater gehen kann und sich plötzlich zwischen seinen Zimmerpflanzen wiederfindet, habe ich das Gefühl, wir sind im Moment alle ein bisschen vom Weg abgekommen. Aber manchmal findet man ja abseits der ausgetretenen Pfade besonders schöne Blumen. Diese Zeitgenossin hier zum Beispiel ist eine Kamelie. Sie stammt aus Asien und war im Frankreich des 19. Jahrhunderts sehr beliebt. Eine besondere Vorliebe für Kamelien hatte auch Marie Duplessis. Diese Dame war eine der edelsten Prostituierten der 1840er Jahre in Paris und verkehrte in den besten bürgerlichen Kreisen. Es heißt, sie trug jeden Abend weiße Kamelien. Nur an einigen wenigen, ganz bestimmten Abenden im Monat waren die Blüten rot. Einer ihrer Verehrer war Alexandre Dumas, der Jüngere, und nach ihrem frühen Tod mit 23 Jahren setzte er ihr ein literarisches Denkmal, seinen Roman Die Kameliendame. Dieser wiederum kam bald als Theaterstück auf die Bühne und diente kurze Zeit später Giuseppe Verdi als Vorlage für seine La Traviata. Auch hier taucht eine Kamelie auf, aber noch eine andere Blume spielt in La Traviata eine wichtige Rolle. Während bei Dumas die weibliche Hauptfigur Marguerite heißt, trägt sie bei Verdi den Namen Violetta. Und das bedeutet kleines Veilchen. Oh. Und wenn Sie sich jetzt fragen, lernt man als Dramaturg nicht, wie man seine Blumen anständig gießt? Auch das hat einen inhaltlichen Grund. Sorry.